Hey ho zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Harry Potter und der Feuerkelch. Beim letzten Mal habe ich hier in diesem Raum aufgehört, soll jetzt in den nächsten Raum weitergehen. Das werde ich jetzt natürlich auch tun. Bin gespannt, was da dann auf uns wartet. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, ist schon eine Weile her. Und Versucht, die Belohnung mit dem Aktio-Zauber herbeizuzaubern. das Blöde ist, die Steuerung wird immer noch als ach nee, jetzt ist es mittlerweile die. Nicht schlecht. Vergesst nicht, unerreichbare Belohnungen könnt ihr mit Aktio Ja, herbeizaubern. du wiederholst dich, danke. Jetzt zeigt er mittlerweile die Steuerung vom Controller an. Das hat er vorher nicht gemacht. Zauberdrops sind gut, um die Energie zu steigern. Hey, ich hab noch gar nicht alle. Ein Buch, yay. Gut, dass ich Hermine genommen Das Aqua-Eructo-Zauberbuch. Klasse! Das finde ich bei Harry Potter schon immer so geil, weißt du? Die müssen ein Buch lesen und können direkt den Zauber. Es wäre schön, wenn das im Real Life auch mal klappen würde. Ein Buch lesen und du kannst es. Okay. Neun neue Karten erhalten. Ja, es wäre schön, wenn ich auf die dann irgendwann nochmal zugreifen Nur einer der Champions kann das Trimagische Turnier gewinnen. Dieser Champion muss drei sehr gefährliche Aufgaben überstehen. Eure drei Champions sind Victor Krum, Fleur Delacour und schließlich Cedric Diggory. Harry Potter? Holy shit, Harry Potter! Wie kam der nur in den Pott rein? Ja, der hat sich da reingeschmuggelt. Gut, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Lektion 2 ist das einzige, was wir jetzt haben. Sammelkarten auf C, irgendwie immer noch nicht. Weitere Infos auf I. Das ist ja, wie gesagt, jetzt das Problem, dass. Verlassen? Nein, 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 nein. Alle Harry-Karten. Ja, ist immer noch dasselbe. Irgendwie doof. Fluch drücken. Wähle eine Figur. Jetzt hatte ich Hermine, nehme ich jetzt Ron. Joa. Wählen, wenn du deinen Charakter mit Karten ausgerüstet hast. Nee, ich hab ja keine. Irgendwie habe ich ja keine Karten, die ich ausrüsten kann. Nee. Bringt noch nichts. Potter, wenn du das Trimagische Turnier heil überstehen möchtest, empfehle ich, mit dem Sammeln von Trimagischen Schilden zu beginnen. Und vergiss nicht, immer wachsam. Ich gucke immer noch wie so Fische. Ja, Trimagische Schilde. Zeige ich euch gleich, was das ist. Gibt es noch irgendwas zum Schneller! Einsammeln? Ron ist sehr gut. Sechs Frösche. Bringen mir die Frösche irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Die Feuer könnt ihr mit Aqua Eructo löschen. Okay, wie mache ich das? Mit C. Und was ist C? Okay, er ist doch noch nicht auf der. Aqua Eructo! Ah, okay. Gut. Böhnchen, Böhnchen, Böhnchen. Gib mir eine Bohnen. Glanzleistung! Ja, wonderful. Die größeren Feuer könnt ihr nur zusammen löschen. Helft mir! Ja, das ist sehr gut. Ihr fangt da an, ich mach das Perfekt! andere. Ausgezeichnet, Potter! Aber da fehlt doch noch eins. Irgendwie sieht mein Zauber mit der Zeit immer ziemlich mickrig aus. Sehr gut, Granger. Hey, warum werde ich nicht gelobt? Ich habe genauso Arbeit gemacht, Mann. Frosch, Frosch, Frosch. Oh, ho, ho. Ron, alles klar mit dir? Nein, das hat wehgetan. Ich denke schon. Ihr verbrennt euch! Dann helft mir doch! Aqua Eructo! Guckt euch meinen mickrigen Zauber Aqua an! Was ist Eructo! das? Gut!
Okay, weiter geht's. Glaube ich. Oh. Ah, an diese Kreatur solltet ihr euch eigentlich noch erinnern. Salamander. Ja, die sehen gefährlich aus. Ich glaube, wir müssen die erst löschen, richtig? Er ist aus. Jetzt wendet einen Fluch auf ihn an. Lapifaust! Stirb! Hervorragend, Weasley. Danke. Endlich habe ich auch mal ein Lob bekommen, ey. Oh, da ist ein Hase. Er ist ein Hase geworden. Wie cool. Ach, das ist Lapifaust gewesen, glaube ich. Aua! Ich renne noch genau in die Flamme rein. Hey, versucht, das ist meine Freundin den Salamander zu löschen, bevor ihr einen Flug verwendet. Oh Gott, ich werde sterben. Warum kann er immer noch Feuer spucken, obwohl er aus ist? Jawohl, geschafft! Na also, er ist wieder zu einem Häschen geworden. Damit die macht die alle zu Häschen, was geht? Ach, die werden dann später zu Bohnen? Okay. Okay, okay, verstehe. Okay, weiter geht's. Belohnung herbeizaubern. Ach, da oben ist noch was, okay. Ich glaube aber hier die Dinger, nee. Diese Salamander sind eine Plage. Hä, sind die und auch? Und sie haben mir ein Loch in die Hose gebrannt. Oh, sowas aber auch. Okay, hier sind wir auf dem Hogwarts-Gelände, wenn ich mich nicht ganz irre. Und, ach, das kann man kaputt machen. Also was heißt kaputt machen? Da kommen Bohnen raus halt, ne? Ja, passt. Ich würde sagen, hier vorne geht's weiter. Muss man da aufpassen, dass man nicht gleich ins Feuer rennt. Feuerstoß abwehren. Ach so, den kann man abwehren. Ach, man kann die Dinger löschen, okay. Das ist ja lustig. Voller Zauber, yay. Voll gut. Salamanderfeuer! Sehr gut, Granger. Ich hatte gehofft, dass du dich erinnern würdest. Aua. Lapifaust! Ach, ich kann das auch? Was ist wieder das Häschen geworden? Kann ich das Häschen töten? Oh, upsi. Das war eigentlich nur ein Versuch. Anscheinend. Na los, ihr beiden! Anscheinend funktioniert's aber. Au! Die Funken haben mich verbrannt! Wollt ihr euch verbrennen? Nein, eigentlich nicht, aber war ein Versehen. Tut mir leid, wird nie wieder passieren. Yay, da sind voll noch voll mehr von diesen Dingern. Du erinnerst dich sicher noch an die Salamanderfeuer, Weasley. Du musst sie löschen, sonst spucken sie neue Salamander. Was für ein Ding? Ebublio! Okay. Vergesst nicht, das Feuer zu löschen. Aqua Erupto! Ja, ich bin schon dabei, aber ich glaube, habe ich es gelöscht? Ich habe es gelöscht, sehr gut. Inflatus! Wow! Feuer löschen, Feuer löschen, Feuer löschen. Lapifaust! Hoffentlich sind nicht noch mehr von den Viechern hier. Okay, Jungs und Mädels, nein, ich wollte nicht das. Die Kenne lungert hier sicher eine ganze Horde rum. Und. Okay. Bohnen, 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 Bohnen. Aqua Erupto! Was macht ihr? Wir haben doch alle Feuer gelöscht. Zehn nach hinten bewegen, um schneller zu ziehen. Carpere Tractum! Hermine? Würdest du bitte... Hallo? Es wäre schön, wenn du helfen könntest. Oder reichen da zwei? Okay. Ja, doch, es reichen zwei, okay. Aber trotzdem ist das nervig. Die KI in diesem Spiel ist ziemlich bizarr, möchte ich mal sagen. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, wartet nur ein Salamander darauf, sich auf mich zu stürzen. Dieses Mal ist es allerdings nicht nur einer, Ron. Also wirklich, ihr müsst euch noch mehr anstrengen. Wie
Wingardium Leviosa! Sorry, ich bin im Moment etwas still, aber Wingardium Leviosa! Was zum Henker tun die da? Macht weiter so! Aua! Ich mach mal das Feuer aus, dann kommen da keine neuen. Granger, hör auf rumzutrödeln! Hey, die trödeln überhaupt nicht, ja? Lapifos! Los, ja, geschafft! Gut gemacht! Lauft jetzt hinüber und holt den Schild. Wartet, ich will. Ich will die Bohnen von dem Häschen haben. Halt! Gib mir das. Ach so, das ist übrigens ein trimagisches Schild. Ja, und die brauche ich. Jetzt habe ich ein neues Gebiet freigeschaltet, in dem ich jetzt anfangen kann. Ja. Und so zieht sich das quasi durch das gesamte Spiel durch. Ich mache in den Gebieten bestimmte Aufgaben, sammle diese trimagischen Schilde, sammle Bohnen und das war's. Ja. 13 neue Karten erhalten, die ich immer noch ganz gerne mal verteilen würde. Gebiet wählen. Abgeschlossen. Mutis Herausforderung ist gesperrt. Hogwarts-Gelände. Noch ein trimagisches Schild. Ach so, auf dem Hogwarts-Gebiet muss ich jetzt ein trimagisches Schild noch finden, um quasi den verbotenen Wald freizuschalten. Okay. Gut, gut. Gut, wen nehme ich jetzt? Harry hat so viele Bohnen. Ich nehme jetzt noch mal Hermine. Und Fluch, Kraft, Axio. Hupse. Das war nicht meine Absicht. Ach Mann. Ich würde ja. Gibt es keine Sammelkarten? Du kannst Karten für sie kaufen, indem du Bildschirm Level Auswahl Sammelkarten wählst. Aber das habe ich doch gemacht und es funktioniert nicht. Okay, anscheinend mache ich da immer wieder was falsch. Was soll's? Versuche ich beim nächsten Mal. Wie lange habe ich denn noch? Kleinen Moment. Muss gucken, weil ich habe Essen im Ofen. 4 Minuten. Oder 4,5 Minuten. Dann muss ich den Part beenden, weil sonst brennt mir das Essen. Wieder zurück, was? Euch fehlen noch einige Schilde. So sieht's aus. Deswegen, was zum Henker ist das? Was macht mir Angst? Axio! Okay, jetzt habe ich 124 Bohnen. Mit wow. Mit Ron habe ich schon 200 Bohnen. Was geht ab? Was geht? Okay, wo finde ich jetzt diese. Oh, was ist das denn? Ein Auge. Ich habe ein Auge. Was auch immer mir das bringt. Aber ich habe es. Das ist doch schon mal viel wert. Ja. Ich guck mal, was es hier hinten so gibt. Hier gibt's Steine. Große Steine. Ja, Harry, du musst schon da runtergehen. Wir müssen das Ding wahrscheinlich anheben. Mit, Wingardium Leviosa! Yay, Geronimo! Also die Physik in dem Spiel sind ganz witzig, finde ich. Oh, Hilfe! Also springen gibt's ja auch nicht. So. Brillant! Ich werde den dann jetzt am besten noch mit da drauf tun. Bitte höher, danke. So, und dann werde ich den dritten davor tun und dann könnte das Ganze doch klappen. Oh, upsie. Sorry. Okay, noch ein Stückchen weiter ran muss ich, glaube ich. So, jetzt könnte das klappen. Also Klettern funktioniert, aber alles andere ist schwierig. Würdest du bitte da... Hallo, geh bitte da hoch. Hermine, du musst schon da hoch. Es geht nicht. Warum geht es nicht? Ich will da hoch, verdammt nochmal. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so nervig.
Es ist so schlimm. Es funktioniert einfach nichts. Der Boden, er ist so weit weg. Was bitte? Sowas habt ihr noch nie gesehen, was? Keine Ahnung, anscheinend nicht. Wir müssen die Kessel benutzen. Ja, ich weiß. Aber wofür? Dafür. Um die Stützen zu zertrümmern, Ron. Gib mir das auch. Vorsicht! Sie sind ein wenig explosiv. Das kommt sehr früh, das weiß ich aber jetzt schon. Yay, Krabons. Ich finde das cool, irgendwie macht das Spaß. Harry, du musst es schon aus dem Weg gehen. Joa. Ja, Harry, Mann. Die KI ist für'n Arsch, ehrlich. Geh weg da. Komme ich jetzt bitte hier hoch? Es wäre schön, wenn ich hier hochklettern könnte. Ja, danke schön. Denn, ich kann die Drachenstatuen anzünden. Ja, anzünden, um Belohnungen zu erhalten. Okay, Moment. Wingardium Leviosa! Kabums. Was auch immer ich hiermit machen kann. Mit dem Brunnen kann ich erstmal gar nichts machen. Okay. Das ist Actio. Aqua Erupto! Schlupp. So, gib mir wieder den Kessel. Ich mach jetzt einfach alle Stützen hier kaputt. Bums! Böhnchen, Böhnchen, Böhnchen. So, bis wir auf der anderen Seite sind. Bum! Und gleich nochmal. Frösche, 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 gib mir die Frösche. Und die Bohnen. Oh. Mein Essen ist fertig. Okay, dementsprechend habe ich erstmal diesen Part. Warte. Das nervt gerade ein bisschen. Dankeschön. Dementsprechend muss ich diesen Part an der Stelle erstmal beenden. Wingardium Leviosa! Wie ihr merkt, das Spiel ist dezent schwierig. Sendet Aqua Erupto darauf an. Autsch. Und ihr werdet in den nächsten Parts auch merken, dass es nicht besser werden wird. Und ich werde dann einfach mal versuchen, beim nächsten Mal in diese Karten reinzukommen. Und ja, bin schon sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Wichtige Links und so, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.